Ja, du siehst richtig, das wird ein absolut abartiges Video und zwar, es geht um den heißen Sommer 2022. Das sind die Neuheiten, die dich in diesem Sommer begleiten werden. Die neue Steamboat-Stinger Survival, dann ein Geheimnis, die Flat von EK, dann gibt es hier etwas Neues von Xpo, dann das Pfeilgewehr von Umarex, dann hier die HDR 68 respektive die PS 110 und hier den Billigfenris, nämlich die Whipshot von EK. Und wenn du die alle jetzt sehen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. In dem Video zeige ich dir jedes von diesen Teilen, ja? Ich zeige dir einfach jedes. Daher, lass dem Video gleich einen Daumen nach oben da, schreib einen Kommentar und teile das Video. Es wird abartig. Und wenn du das hier hörst, ich bin auf Aldo Labadé und hier sind Kühe rundherum, denen werden wir aber nichts tun, das ist ganz klar. Und da macht er keine Sorgen, wenn es einmal Mu macht. Aber jetzt machen wir Rabumsti Kabumsti. Fangen wir mit Nummer 1 an, mit der Steamboat-Stinger Survival. Es wird zu jedem ein eigenes Video geben, ein detailliertes Review-Video mit Vor- und Nachteilen. Jetzt mag ich nur ganz grob dir zeigen, was so kommt im Sommer 2022. Bei diesem Teil hier, ja, billige Eigenwerbung, gebt unten den Link in meinen Shop, geht es darum, dass du eine Armbrust hast, eine Survival-Armbrust, die kompakt ist, die leicht ist, einschüssig und die absolute Sicherheit bietet. Du kannst auch nicht durch einen technischen Fehler, wenn das runterfällt oder irgendetwas passiert, es ist nicht möglich, dass dieses Teil abgeschossen wird. Und es hat einige andere Funktionalitäten, einige andere Feature. Die zeige ich dir in einem eigenen Video. Daher, sehr bald, die werde ich dir sehr bald präsentieren. Schau auch, wenn du ein Abo bei mir noch nicht gegeben hast oder wenn du eins hast, dass du diese Glocke drückst, damit du dann auch die neuesten Videos bekommst. Das ist die Steamboat Survival. Nummer 2 ist ein Geheimnis. Ich habe ein NDA und alle anderen YouTuber haben auch ein NDA, also ein Verschwiegenheits-Dingsbums-Abmachung ausgemacht. Was da drinnen ist, kann ich dir noch nicht zeigen. Es ist aber absolut genial. Ich habe es getestet, es ist abartig, auch von Steamboat. Es ist eine Erweiterung oder ja, ein Add-on sozusagen zu dieser Survival. Und es ist einfach abartig, du wirst es sehen. Aber ich darf es noch nicht herzeigen. Und weil ich mich an solche Sachen einfach halten tue, ein bisschen dranbleiben. Sehr bald, Sommer 2022, werde ich dieses Geheimnis lüften. Und eins sage ich dir, das hat es wirklich in sich. Nummer 3 ist dieses. Dirty Harry Teil. Ein Paintball-Revolver. Kaliber 68. Den gibt es in Deutschland auch als HDR, Home Defense Revolver 68. Bei uns in Österreich, also mit 7,5 Joule. Und bei uns in Österreich heißt das PS. Also Paintball. PR oder so irgendwie wurscht. Ich gebe da unten den Link. Kannst du bei mir kaufen als Österreicher. Wir verschicken das nur innerhalb Österreichs. Weil dieses nette Teil hier. 5 Schuss. Hat 16 Joule, kein Schmei. Es wird ein eigenes Review-Video geben mit ausführlichen Schusstest. Aber eines kann ich dir sagen. Das Ding macht jetzt nichts. Ja, da oben! Mu! Keine Sorge, ich tue denen nichts. Und dann klackst du hier unten drauf, dann macht er diesen hier und dann geht's. Auf die freue ich mich auch. Ja, das muss ich dir noch zeigen. Das ist die Steamboat-Scheibe, auf die ich immer schieße. Die Kreidekugel. Nummer 4 ist die EK Archery Flat. Eine Pistolenarmbrust, metallisch mit einem Klappschaft. Kleinzahl legbar, das heißt, du kannst das Magazin abnehmen und du kannst auch das Magazin runternehmen. Ja, das Magazin habe ich schon gesagt, weil ich meine den Wurfarm rausnehmen. Du hast auch einen Klappschaft mit dabei, ja? Das heißt, hier nach oben ziehen und hast einen Klappschaft mit dabei. Das heißt, das Teil lässt sich sehr klein zusammenlegen. Das Teil kommt auch im Sommer 2022 raus. Speedloader mit dabei, 8 Schuss. Ich habe sie schon im Test. Liegt gut in der Hand. Ist schwer, deutlich schwerer und vielleicht für den einen oder anderen eine Alternative. Aber auch das schauen wir uns in einem eigenen Video an. Kurze Werbeeinblendung. Wenn du dich für die René Rossmann Messer interessierst oder für unsere Old Carry Scheiden für Victorinox mit einem Öffnenmechanismus und sowas und überhaupt und du meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich da unten den Link in meinen Shop. Kannst du so ein Teil holen. Lohnt sich auch. Aber jetzt geht's weiter.
Das da ist auch ein absolut abartiges Teil. Leider nur für Österreicher oder besser gesagt, leider nicht für Deutsche. Hier eine 88 Gramm CO2-Kapsel, die wird da drauf geschraubt. Dann ist Druck auf dem Teil. Das ist ein Pfeilschussgerät, eine Armbrust von Umarex. Ich glaube so 46 Joule oder sonst irgendwas. Ich gebe da unten den Link, schau dir das ganz einfach an. In meinem Shop, da hast du alle dazugehörigen Daten. Das ganze Teil ist jetzt sicher. Dann kann man diesen hier machen, da ist ein Repetierhebel mit dabei und auch dann ist es noch sicher, dann muss ich noch entsichern und jetzt das Ding ist absolut irre, leider nicht für Deutsche, tut mir leid, aber informieren kann man sich ja trotzdem, gebe ich da unten den Link, schaust dir an, die Air Javelin. Und um hundertprozentig sicher zu gehen, damit das auch wirklich klar ist, weil schreib uns bitte keine E-Mail, ruf bitte nicht an, wir verschicken es nicht nach Deutschland, auch wenn dir das taugt, auch wenn das Konzept einfach absolut abartig ist. Nur innerhalb Österreichs oder nicht nach Deutschland, tut mir einfach leid. Schau es dir an, aber Video folgt in Kürze. Nummer 6, das hier ist die Whipshot von AK Archery, Bogen mit Magazin. Das Ganze ist ein, ja, ein Bogen. Ich habe sowas schon einmal vorgestellt und sowas gibt es natürlich auch schon. Nämlich von ja, Steamboat. Und das ist hier jetzt die günstige Version in Kunststoffausführung. Schau dir das ganz einfach an, wenn du die dazugehörigen Informationen willst. Ein Vorstellungsvideo mit allen Vor- und Nachteilen und auch Vergleichen zu, ja, zu den anderen Teilen gibt es natürlich auch. Daher Glocke drücken, das lohnt sich wirklich. Auch das Teil ist für den Sommer 2022 ein wirklich heißer Tipp. Also ich glaube, du solltest ins Spannen anfangen. Echt jetzt. Und dann, weil das zu dem Video dazu gehört. Es wird von der Supersonic FMA ein Teil geben. Das hier ist die Standardversion. Ja? Bei dieser Standardversion sind die Wurfarme ja, so eingerichtet und so angeordnet, wie du das hier jetzt gut sehen kannst, wie ich hoffe. Aber ich habe sie noch nicht. Ich wurde noch nicht beliefert, aber es kann sich nur mehr um 2 Wochen handeln, weiß ich nämlich. Dann gibt es die REV-Version und da gehen die Wurfarme nach hinten. Das Ding hat eine Affengeschwindigkeit, eine Affenpower und nur, damit du mal schon den ersten Sound, damit du ein Gefühl hast, so. Und das ist Kinderspielzeug, denn die REV wird noch sein. Es wird auch Magazine dazu geben, also auch das, auf die freue ich mich auch. Ja, irgendwie weiß ich noch nicht ganz genau, was so mein Favorit sein wird, aber das werden wir rauskriegen. Teil das Video, bitte gib einen Daumen nach oben, besuch meinen Shop und schau dir ganz einfach die Produkte, die schon verfügbar sind. Viele Sachen sind ja noch gar nicht verfügbar an. Es wird hier zu jedem Produkt ein ausführliches Review-Video mit Schusstest und Vor- und Nachteilen geben. Also Glocke drücken nicht vergessen. Es wird ein heißer Sommer. Ein heißer Sommer 2022 mit urgeilen Dingen. Es hat mich gefreut, dein Radio Rossmann. Ciao, ciao.